Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich habe am Montag, am 19. April Geburtstag und da ich letztes Jahr auch schon so ein Video gemacht habe mit 15 Dingen, die ich in 15 Jahren gelernt habe, möchte ich dieses Jahr ein Video machen zum Thema 16 Dinge, die ich in 16 Jahren gelernt habe, denn ich werde am Montag 16 Jahre alt. 8 dieser Dinge wird es hier auf YouTube geben und 8 weitere Dinge wird es in meinem Podcast gut genug geben. Ich würde sagen, ich fange direkt mal an mit dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Vielleicht nehmt ihr was mit und es hilft euch auch in Zukunft. Und vergesst nicht, am Ende noch bei meinem Podcast vorbeizuhören. Es gibt viele Menschen in meinem Leben, die mich nicht mögen. Und es gibt sicherlich Menschen, die dich nicht mögen in deinem Leben. Und ich habe einfach realisiert im letzten Jahr und gelernt, es bringt nichts, diese Person so schlecht zu behandeln, wie sie mich behandelt. Denn viele Menschen haben das Mindset. Ich hatte auch früher das Mindset, dass ich Menschen so behandeln muss, wie sie mich behandeln. Und ich habe realisiert, das muss ich nicht und das sollte ich nicht. Ich sollte Menschen nicht so schlecht behandeln, wie sie sind, sondern ich sollte Menschen so gut behandeln, wie ich bin. Das heißt, wenn es eine Person gibt, die mich ganz schlecht behandelt und mich nicht mag und mich beleidigt und mich nervt oder so, dann muss ich das nicht zurückmachen. Denn ich definiere mich dadurch, wie ich andere Menschen behandle. Und wie diese Person andere Menschen behandelt, ist ihre Sache. Aber wie ich andere Menschen behandle, ist meine Sache. Und es bringt nichts, unnötig Negativität zu verbreiten, unnötig Stress zu verbreiten, um Menschen das zurückzugeben sozusagen. Denn wie ich mit anderen Menschen umgehe, sagt viel mehr über mich aus als über die andere Person. Und deswegen ist es mir auch super wichtig, anderen Menschen immer mit Barmherzigkeit, mit Nettigkeit, mit Ehrlichkeit und mit den Werten, die ich vertrete, zu begegnen und nicht das, was die anderen machen, auch zurückzugeben sozusagen, weil das interessiert mich ja gar nicht. Das ist ja gar nicht, bin ja gar nicht ich. Es geht nur darum, wie ich meine Werte vertreten möchte, wie ich andere Menschen behandeln möchte und so finde ich, sollten das einfach alle Menschen machen, weil so hätten wir wahrscheinlich eine viel bessere Welt, wenn alle Leute so gut behandelt würden, wie sie selbst sind. Und deswegen, es gibt diesen Spruch, don't treat people as bad as they are, treat people as good as you are. Und ich finde diesen Spruch so toll. Bei mir ist es oft so, dass ich mir irgendwie denke, okay, ich möchte das jetzt schon voll gerne machen, ich möchte dieses Projekt gerne machen, ich möchte das gerne erledigen, aber ich kann es nicht, weil ich mich gerade nicht in der Lage fühle, das zu machen, beziehungsweise weil ich gerade keine Lust habe oder weil ich denke, ich fühle mich gerade einfach nicht, das zu machen. Und ich meine damit ist nicht, dass ich irgendwie sage, ich bin krank, weil das ist natürlich mal eine andere Sache, aber ich sage einfach, ich habe keine Lust, das zu machen. Und ich habe realisiert und gelernt, dass es eigentlich total sinnlos ist, das zu sagen, denn meine Gefühle ändern sich ja nicht, wenn ich nichts mache. Und deswegen sollte ich diese Sache erst machen und dann werden sich meine Gefühle auch ändern. Und wenn ich einfach so weiterlebe und nie was an meinem Leben beispielsweise oder an meiner Situation ändere, dann ändern sich auch meine Gefühle nicht. Ich muss meine Situation ändern, um meine Gefühle zu ändern und nicht warten, dass meine Gefühle sich ändern, um die Situation zu ändern. Das ist so komplex, oh mein Gott. Es gibt auch so ein Buch, das heißt Die Motivationslüge und da geht es auch darum, dass eigentlich Motivation eine Lüge ist. Also du brauchst keine Motivation, um Dinge anzufangen, sondern du fängst an und dann kommt die Motivation. Falls dir das Video bis hierhin gefallen hat, kannst du mir schon mal sehr gerne einen Daumen nach oben geben oder auch meinen Kanal abonnieren, falls es dir gefallen hat und du weitere Videos dieser Art angucken möchtest. Mit deinem Kanal dreht sich eigentlich alles um die Themen, die ich auch hier anspreche. Also abonniere sehr gerne, um nichts weiteres zu verpassen. Ich habe oft das Gefühl, dass glücklich sein irgendwie so eine Sache ist, die weit weg scheint und bei der man sich irgendwie denkt, ich muss was super Tolles erreichen oder ich muss das Besondere machen oder ich muss diese Leute kennenlernen oder irgendwie sowas, um glücklich zu sein. Wir haben irgendwie immer so eine Anforderung, was wir haben oder erreicht haben müssen, um glücklich zu sein. Und was ich realisiert habe, was mir super, super wichtig ist, ist, dass es gar nicht der Fall ist. Also glücklich sein bedeutet nicht, dass ich irgendwas erreicht habe oder irgendwas besitze oder irgendwie in die Richtung, sondern glücklich sein ist eigentlich nur, dass die Abwesenheit von unglücklich sein. Also wenn ich sozusagen jetzt nicht unglücklich bin, bin ich ja eigentlich glücklich. Weil ich habe das nämlich in einem Buch gelesen, dass glücklich sein eigentlich nur die Abwesenheit von unglücklich sein ist und glücklich sein so mein normaler Modus ist. Also normalerweise, wenn es nichts Schlimmes gibt, bin ich glücklich. Und eigentlich ist es eine super coole Idee. Und eigentlich ist es eine super coole Sache, auf die Welt zu gucken. Und ich mag es total gerne, wenn ich mir einfach überlege, wie geht es mir gerade? Gibt es irgendwas Schlimmes? Nein, es gibt nichts Schlimmes, also kann ich jetzt glücklich sein. Ich habe die Erlaubnis, glücklich zu sein und kann mich jetzt gut fühlen. Als eine sehr perfektionistische Person, wie ich es bin, hat mir dieser kleine Mindset-Shift aber sehr geholfen, auch zu sagen, auch wenn ich das jetzt nicht perfekt gemacht habe, auch wenn ich nicht das Beste erreicht habe, kann ich glücklich sein, weil es nichts Schlimmes und Blödes in meinem Leben gerade gibt. Und deswegen sage ich mir öfter gerade in meinem Leben, ich bin gerade nicht unglücklich, also kann ich glücklich sein. Wie ich jetzt schon öfter angesprochen habe, bin ich eine sehr perfektionistische Person. Ich möchte immer alles super und korrekt und perfekt machen. Und es gibt eine Sache, die ich gelernt habe im letzten Jahr oder in den letzten Jahren,
die mir super wichtig ist. Und zwar ist es, dass ich einfach mein Bestes geben möchte, immer das Beste machen möchte, bis ich es besser weiß. Das ist jetzt eine sehr kurze Sache, aber es ist wirklich sehr einfach. Also mach einfach das Beste, was du kannst. Gib das Beste, was du kannst, bis du es besser weißt. Und wenn du es besser weißt, dann mach es besser. Der nächste Punkt ist mir so wichtig. Und zwar, wenn du mal etwas verlierst, heißt es nicht unbedingt, dass du schlecht bist. Ich möchte es gerne auf eine Mathearbeit von mir beziehen, denn ich habe mich letztes Jahr sehr runtergemacht, dass ich beispielsweise eine schlechte Note in einer Mathearbeit hatte. Und ich habe dazu auch ein Video gemacht in meinem Vlogmas und habe euch da so ein bisschen genau von der Situation erzählt, ob ich das wirklich sehr runtergezogen hat. Und ich habe da mit meinen Eltern drüber geredet und die haben mir da ein bisschen geholfen, mein Mindset zu ändern. Und mein Vater meinte nämlich zu mir, eine schlechte Note heißt nicht, dass du schlecht bist, sondern dass einfach viele Faktoren, die da mit reinspielen, sei es jetzt meine Laune, meine gesundheitliche Verfassung, die Arbeit, wie mein Lehrer das gemacht hat. Es ist eine andere Sache, wenn du wirklich wiederholt immer schlechtes in Mathe beispielsweise bist, dann ist es eine andere Sache. Aber beispielsweise bei mir war das halt so, das war diese eine Mathearbeit und es bringt auch nichts, mich da jetzt runterzuziehen und zu sagen, oh mein Gott, ich bin so schlecht, was tue ich jetzt? Mein Leben ist kaputt oder sowas. Und ich habe auch im letzten Jahr gelernt, meine Fehler definieren mich nicht. Und deine Fehler definieren dich auch nicht. Denn wenn du mal eine Sache schlecht bist, definiert es dich nicht. Und es ist nicht dein Charakter und es ist nicht, woran du gemessen wirst oder so. Ich weiß, dass viele von euch auch wie ich Personen sind, die sehr gerne viel machen, gerne produktiv sind, gerne viel arbeiten und die Arbeit wirklich reinstecken in Dinge, um diese dann gut zu erledigen. Und ich habe diesen super coolen Spruch, less but better, also weniger, aber besser. Denn ich glaube, es ist wichtig zu realisieren, beziehungsweise was ich realisiert habe in dem letzten Jahr oder in den letzten Jahren, ist, dass mehr Arbeit nicht immer zu besseren Ergebnissen führt. Also auch wenn ich beispielsweise eine Hausaufgabe abgeben muss oder einen Aufsatz abgeben muss und da immer mehr Arbeit reinstecke, heißt das nicht, dass es auch gleichzeitig besser wird. Also das heißt nicht, je mehr Arbeit ich reinstecke, desto besser wird das Ergebnis dann. Ich kann auch nicht 100 Dinge gleichzeitig total gut mit sehr viel Arbeit und so weiter erledigen. Und deswegen habe ich für mich diese kleine Technik oder Übung oder Challenge weniger, aber besser eingeführt. Und wir haben einfach nicht die Ressourcen, alles, was wir in unserem Leben machen wollen, perfekt zu machen und gut zu machen. Und deswegen ist es ganz wichtig, sein Leben oder seine Projekte zu priorisieren und zu überlegen, was ist für mich eigentlich das Wichtigste, was möchte ich wirklich machen und was ist vielleicht nicht so wichtig und kann weg. Und keine Konzentration wird daran verschwendet. Das bedeutet, der 20-minütige Spaziergang, auf den ich wirklich gehe, ist weit besser als der 3-Meilen-Lauf, den ich nie anfange. Das Ganze kommt wieder zurück auf meinen Lieblingsspruch, done is better than good, also fertig ist besser als gut. Und es ist einfach so wichtig für mich, Dinge anzufangen. Denn ich bin eine Person, die sehr perfektionistisch ist und immer alles perfekt machen möchte. Und deswegen habe ich oft Angst, Dinge anzufangen, weil ich nämlich befürchte, dass ich das nicht perfekt machen kann. Und das ist halt so eine dumme Eigenschaft. Das ist wirklich so dumm. Und ich hoffe, dass es euch nicht so geht oder wenn es euch so geht, dass euch jetzt vielleicht dieser Mindset-Shift ein bisschen hilft. Denn es ist einfach besser, Dinge fertig zu machen und Dinge erledigt zu haben, auch wenn sie nicht perfekt sind, als Dinge nie anzufangen, aus der Angst, es nicht perfekt zu machen. Auch wenn ich jetzt schon nur auf letztes Jahr gucke und überlege, was ich alles im letzten Jahr irgendwie machen wollte und ich hatte irgendwie, also ich habe immer so viele Ideen in meinem Leben und ich denke mir immer so, ich schaffe das dann sowieso nicht, deswegen fange ich nicht an und sei es auch nur auf so kleine Dinge bezogen wie jetzt hier bei diesem Spruch einen Lauf oder einen Spaziergang. Denn wer lebt und viele Dinge tut, macht auf jeden Fall auch Fehler und es ist ja auch gut und okay, Fehler zu machen, aber es ist halt wichtig, Fehler zu machen, also du musst auch was machen und leider bin ich eine Person, dass ich mich immer selbst sehr fertig mache, wenn ich Fehler mache und einfach sehr streng mit mir selbst bin und deswegen auch immer Angst habe vor mir selbst. Nein, das habe ich nicht. Nee, okay, habe ich nicht, aber es ist einfach schwer für mich oft Dinge anzufangen und irgendwie ist der Anfang generell immer das Schwierigste und deswegen ist es gut, mit kleinen Dingen anzufangen, als mit einer großen Sache gar nicht anzufangen. Die 8. Sache ist eine Sache, die ich mir selbst immer wieder sage und ich habe das mal in irgendeinem YouTube-Video gehört, ich weiß gerade gar nicht mehr genau wo, aber das war ein YouTuber, das weiß ich noch, und er hat erzählt, dass er sich öfter in seinem Leben immer sagt, wenn das, was ich gerade erlebe, nicht toll ist, dann weiß ich nicht, was toll ist. Und ich habe diese Übung vor einigen Tagen einer Freundin von mir erzählt und habe ihr auch erzählt, dass ich das auch in meinem Leben öfter mal mache. Also falls ich irgendwelche Dinge erlebe, die ich eigentlich ganz cool finde, dann sage ich mir selbst immer, okay, wenn das, was ich gerade erlebe, nicht toll ist, nicht perfekt ist, nicht super ist, dann weiß ich gar nicht, was toll ist. Und ich finde, es hilft einfach sehr, auch kleine Dinge in seinem Leben zu schätzen und wahrzunehmen und ihm Achtung zu schenken und für diese Dinge dankbar zu sein. Deswegen eine Übung von mir für euch, für heute und für die nächsten Jahre eures Lebens. Sagt dir doch einfach öfter mal in deinem Leben, wenn das gerade, was ich erlebe, nicht toll ist, dann weiß ich gar nicht, was toll ist.
Ich hoffe, dir haben diese 8 Dinge ein bisschen geholfen. Falls du jetzt noch 8 weitere Dinge von mir hören möchtest, kannst du ja bei meinem Podcast Gut genug vorbeihören. Denn da habe ich, wie gesagt, noch 8 weitere Dinge aufgenommen, die ich in meinem Leben bisher gelernt habe. Und das kannst du dir sehr gerne jetzt auch noch anhören. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Hab noch einen schönen Tag. Tschüss.